Hallo und herzlich willkommen mal wieder aus dem Hauptmenü von Lego Worlds. Ja, hier gab's ein paar Updates und ich dachte mir, wir schauen uns mal an, was sich so getan hat. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Und von daher habe ich mal eine neue Welt generiert und werde mich da jetzt auch direkt mal hinbeamen. So. Und wir schauen mal, was passiert. Ja, da sind wir und hui, wir sind in der Schrottebene. Das ist ein Biom, das kenne ich noch gar nicht. Da steht wohl viel Schrott rum. Und was mir gleich auffällt, wir haben eine Karte. Ich probiere jetzt mal M. Da passiert nichts. Okay, war ein Versuch wert. Die Herzen sehen anders aus. Unsere Figur ist dieselbe. Und ja, was kann man denn hier so machen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich laufe mal hier ein bisschen rum und zoome mal raus, denn so geht das gar nicht. Hier stehen Container. Kann ich die verprügeln? Nein. Schade. Irgendwie kommt man da bestimmt rein. Vielleicht brauche ich eine Waffe oder so. Und ich muss doch nochmal in die Optionen. Und zwar in die Videoeinstellung. Nein. Hier. In die Effekteinstellung. Das ist schon besser, glaube ich. Ich habe das schon mal erwähnt. Ich hasse es, wenn der Hintergrund verschwommen ist. Wobei, er ist es immer noch. Oh, ein Pferd. Hallo? Was willst du denn von mir? Gib mir ein B. Ja, hier hast du ein B. Ja, drücke ich doch. Was ist dein Problem? Okay, das Pferd will nicht so, wie ich will. Naja. Dann gehe ich halt zu Fuß, kann ich ja auch. Oh, eine Schubkarre. Ja. Au. Oh. Ja. Ich bin handwerklich wohl nicht so begabt, wie ihr gerade gesehen habt. Wir laufen jetzt einfach mal weiter und schauen, ob wir noch irgendwas entdecken. Irgendwas, was, ja, ein bisschen zahmer ist als diese doofen Pferde und nicht so gefährlich wie Schubkarren, wie ihr gerade gesehen habt. Ist ein sehr merkwürdiges Biom. Hier steht nur Schrott rum. Alter Einkaufswagen. Was soll ich damit? Hey, das sieht doch aus, als könnte man es fahren. Ah. Ein Bagger. Steuerung finde ich immer noch ein bisschen bizarr bei dem Spiel, aber das ändert sich wohl auch nicht mehr. Bist du denn für einer? Hallo? E?
Hat er mir jetzt eine Keule verkauft oder was? Habe ich hier Inventar? Wo war das denn doch gleich? Ja, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ach, ich habe immer noch die ganzen Sachen hier. Ah, dann nehmen wir doch mal das Schwert wieder. Das ist mir irgendwie ein bisschen sympathischer als der andere Kram. Kannst du das Menü da mal wieder wegmachen? Dankeschön. Und wir schauen mal. Das ist ja mal ein anderes Biom. Oh. Ich glaube, das ist ziemlich groß hier. Na, wir sind hier gut zu Fuß, wie ich das sehe. Kann sich also nur um Stunden handeln. Wer fährt da rum? Warum ist der Kipplaster gerade gegen diesen Stapel gefahren? Nee, ich habe keine Banane. Falls du das von mir haben möchtest. Oh toll, ich habe einen mittelgroßen Reifenstapel gefunden. Das wollte ich schon immer mal. Kann ich denn jetzt hier eigentlich diese... Nein. Okay. Da hampelt irgendwo ein Skelett rum. Naja, von mir aus. Na, immerhin kann ich einen alten Kühlschrank verprügeln. Da hat man doch mal was getan. Skelett, du interessierst mich gerade gar nicht. So, das sollte jetzt aber ein anderes Biom sein. Was bist du? Hund? Ja. Knochen? Liegt da. Ja, du blödes Pferd, du willst... Du willst einen Apfel? Ey, sowas haben wir doch. Hier? Nein. Kuh? E? So, jetzt habe ich mit ihm verhandelt. Und nu? Darf ich jetzt... Ah, jetzt darf ich auch reiten. Das ist schön. So. Lavafelsen 3. Immer wieder gerne. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sich immer noch, ja, so bei der Story irgendwie nichts geändert hat. Man weiß irgendwie so gar nicht, was man tun soll. Ich meine, klar, man kann Lego-Steine sammeln und Pferde reiten und es sieht alles hübsch aus, aber dieses Warum bin ich hier, das fehlt mir irgendwie noch so komplett. Da hinten ist ein weiterer Kontinent. Da schwimmen wir doch einfach mal hin. Das Wasser sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Was ist das für ein Schatten? Nichts Besonderes. Okay. Das ist schon wieder dieses komische Schrottbiom. Ich glaube, ich habe mir eine sehr komische Karte hier besorgt. Aber... Ah. Der Pilzwald mit Chemikerin. Na. Das ist ja toll. Freut mich persönlich. Sind das Schweine? Kann ich mit euch was machen? Lauf doch nicht weg. Ich bin doch harmlos. Ja. Total harmlos. Was willst du denn? Gehst du von dem Pilz runter? Nun ja, dann schauen wir uns mal um.
Ist. Ja, ist. Ja, den Pilz. Na, geht doch. Ein Pilz erlegt. So, hier geht's wohl weiter. Da gehen wir jetzt auch mal lang. Oh, eine Kiste. Musste man die verhauen? Ich glaube ja. So, da haben wir wieder ein paar Pünktchen. Jetzt klettert er nicht immer. Was war? Ist er gerade ein Schwein vom... Warum läuft das weg? Dann lauf halt weg. Oder darf ich keine Waffe in der Hand halten? Ah, man weiß es nicht. Na, noch eine Kiste. Na, mach. So, was war das hier? Da konnte ich doch eben auch... Ein Besenstiel. Oh, wie süß. Wahahaha. Ein sehr interessantes Biom. Sieht so gar nicht nach Lego aus. Wie komme ich hier eigentlich wieder runter? Wie ist nochmal die Steuerung? Ah. Ja. So ähnlich. Steigt da mal wieder ab, das ist mir sicherer. So. Guten Tag. Ich habe doch gar keine Waffe in der Hand. Warum? Nun lauf doch nicht weg. Na, okay. Da halt doch. Das sieht mir jetzt aber nach einem anderen Biom aus, oder? Mit dem Eis und dem Schnee. Was bist du denn für einer? Nee, habe ich nicht. Tut mir leid. Habe ich nicht dabei. Oh, ein Schneemann. Den verprügeln wir noch. Das. Ha. Habe ich dich. Das kann man nicht verprügeln. Okay. Ja, dann war das jetzt auch so die erste Folge vom Wiederreinschauen bei Lego Worlds. Es hat sich einiges geändert, aber dann irgendwie doch nichts. Naja, ich verfolge das mal weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis nächstes Mal.